Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute starten wir mit meinem Lesemonat, mit meinem Büchermonat Oktober 2024. Ja, wir sind schon im November und wir werfen jetzt in zwei Videos einen Blick auf meinen gelesenen, gehörten Monat, der wirklich gar nicht schlecht war, der richtig gute Highlights hatte und der mir wirklich auch Spaß gemacht hatte. Ich zudem auch zwei Wochen Urlaub hatte. Und es waren glaube ich schon zwei Tage, ne? Zwei Wochen, ja. Und ich da tatsächlich schön zum Lesen und zu Hören gekommen bin in meinem Urlaub in Dubai. Ja, da gibt es auch einen kleinen Lese- und Urlaubsvlog, den packe ich euch auch einfach mal in die Infobox, solltet ihr den noch nicht gesehen haben. Und wir starten jetzt einfach mit ein bisschen Statistik. Ich werde aber alle Bücher dieses Videos und auch die Zeitstempel zu den einzelnen Rezensionen sozusagen unten in der Infobox verlinken. Schaut da also sehr gerne vorbei, wenn ihr mehr Infos auch zu den Büchern wollt und da kennzeichne ich auch immer, was ein Rezensionsexemplar ist und andere Links, also schaut da super gerne mal vorbei. Insgesamt habe ich 16 Bücher gelesen und ich habe mich wirklich am letzten Tag noch hochmotiviert dran gesetzt und gesagt, ich lese jetzt noch einen Manga, ich möchte mehr Bücher gelesen haben, als ich mir neu zugelegt habe, denn ich habe es euch in den Neuzugängen schon gezeigt, es sind 15 Bücher bei mir eingezogen und ich habe 16 Bücher gelesen gehört. Ja, ich habe mich wirklich sehr motiviert, da noch zu dem Manga zu greifen. Ich teile ja Mangas immer nur auf die Hälfte der Seite und dachte so, okay, sind da nur 80 Seiten, aber es ist zumindest noch ein abgeschlossenes Buch. Ich werde euch jetzt im ersten Teil 8 Bücher zeigen und dann auch im zweiten Teil, der dann nächste Woche folgt. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert gerne den Kanal. In den 16 Büchern waren es 8 haptische Bücher, 2 E-Books und 6 Hörbücher. Ich habe rund 4.800 Seiten gelesen und knapp 55 Stunden auch Hörbuch gehört. Und das ist tatsächlich so ein ganz guter Rahmen dafür, dass eben auch ein bisschen Urlaubszeit mit dabei war. Gerade die Flugzeit hat sich dann doch ein bisschen auch zum Hören und Lesen sehr gut geeignet. Und auch am Strand habe ich ja das ein oder andere Highlight gelesen. Insgesamt hatte ich 7 Highlights und ich habe auch 2 abgebrochene Bücher. Und das teilt sich tatsächlich ganz gut. Ich habe in jedem der Büchermonate sozusagen jetzt einen Flop, während aber die Highlights tatsächlich Anfang des Monats noch ein bisschen mehr vorhanden waren. Ihr seht jetzt in diesem Video 5 Highlights und dann im nächsten Video noch die weiteren 2 Highlights. Und ja, ich bin tatsächlich ganz zufrieden. Ich komme auf eine Durchschnittssternezahl von 4 Sternen, was gar nicht so schlecht ist. Was natürlich schon ein bisschen daran liegt, dass man eben 2 Flops hatte, aber eben im Gegensuch natürlich auch 7 Highlights. Also ein ganz schöner, erfolgreicher Monat, der mir gut gefallen hat, der wirklich sehr viel Lesezeit hatte. Wenn man das jetzt auch so bei 150 Seiten am Tag nicht so ganz das Gefühl hat, aber ich doch sage, dafür, dass ich ja auch im Urlaub war, dort Dinge unternommen habe und ich persönlich danach immer so ein bisschen in einen Urlaubs-Hangover falle, wo ich dann auch so 1-2 Tage eher weniger so vom Alltag mache, beziehungsweise dann auch ein paar Tage brauche, bis ich in den Alltag finde, bin ich doch ganz glücklich und zufrieden. Ich habe wieder zwischendurch immer mal so ein paar kleine Ausschnitte gedreht und die Steffi von Anfang, Mitte Oktober wird euch jetzt einfach die ersten 8 Bücher zeigen und alle Zeitstempel unten in der Infobox. Schaut da super gerne vorbei und viel Spaß mit den ersten 8 Büchern des Monats. Der Urlaub begann mit Immer am Meer entlang von Franziska Jebens. Ein Buch, was ich, glaube ich, seit Erscheinen auf der Wunschliste hatte. Dieses Jahr dann in meinem Booktube-Sommercamp die Empfehlung der lieben Susanne war. Das Cover fand ich schon bei Erscheinen richtig schön. Und ich habe von der Autorin schon Kaffee mit Käuzchen gelesen. Das war ein Buch aus der Reihe dieser Sehnsuchtsorte vom Eden Verlag aus dieser Reihe. Und ich weiß, dass mir das so okay gefallen hat und dass sie da drin im Grunde ihren Roman auch schreiben wollte, wenn sie denn endlich in ihrem Häuschen da mitten im Wald angekommen ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das vielleicht sogar der Roman war, über den sie da gesprochen hat. Ja, in diesem Buch treffen wir auf Josie, die träumt schon ihr ganzes Leben lang von einer Tour durch Europa in einem Bulli und hat sich schon ihren Plan gemacht, welche Küsten, wann, wie, was, wo, was will sie sehen, wo will sie hin und wie sie das so ein bisschen gestalten möchte. Eigentlich ist sie Polizistin, merkt aber so ein bisschen, dass sie das doch ganz schön aus
auslaugt, besonders das Thema, dass sie eher immer im Nachgang eingreifen kann und nicht präventiv etwas tun kann. Ja, es gibt dann so ein paar Dinge, die sich ergeben in ihrem Privatleben und sie erfüllt sich dann ihren Traum, nimmt sich ihren Bulli und macht sich auf Reisen. Gleichzeitig begegnen wir aber dann auch Paul. Und Paul kommt eher ja spontan dazu, sich ja nach einer Reisevorstellung, die er zusammen mit der Freundin seines besten Freundes, ich glaube sowas, angesehen hat. Da war er im Grunde ja in so einem Reiseberichts, kein Meeting, ihr wisst, so eine Vorstellung. Mir fehlen noch ein bisschen die Worte. Und ja, Paul sagt dann, okay, er hat gerade eine Liebe hinter sich, die ihn fast zerstört hat und er kann sich jetzt hier die Auszeit nehmen. Er ist auch nicht glücklich mit dem, was er gerade so macht. Und er begibt sich eher spontan auf diese Reise. Beide kreuzen dann immer mal wieder ihre Wege und merken aber dann doch, obwohl sie sich gut verstehen, obwohl es eine gewisse Anziehung gibt, dass es einfach gerade nicht die richtige Zeit wäre, um sich zu binden, um hier fest etwas einzugehen. Denn beide genießen ihre Freiheit, dieses einfach tun, worauf sie gerade Lust haben, dahin zu reisen, wo es hingeht. Und man merkt aber schon, dass die beiden irgendwie auch nicht so richtig ohne können, ohne dass sich tatsächlich das Leben dann auch nur immer um den anderen irgendwie dreht. Ja, sie nehmen dann auch oftmals so ähnliche Routen, geben sich dann auch Empfehlungen, wenn irgendwo lecker essen war, eine coole Sitzbank war und hinterlassen sich dann manchmal auch so ein paar kleine Geschenke, was ich ganz schön finde. Und so entdecken sie irgendwie getrennt, aber doch zusammen Europa und die Ziele, die sie sehen wollen. Und ja, man merkt aber dann doch so schnell, dass man eben nicht alles planen kann. Also die Reise vielleicht schon, aber ja, was das Herz oder das Leben so bringt, eben nicht. Für mich war das Buch wirklich ein Highlight. Ich habe es weggesuchtet am Strand sitzend. Ich habe es einfach großartig gefunden. Sprachlich fand ich es richtig, richtig gut. Es hat mich sehr angesprochen. Es hat mich sehr eingesogen. Es ist locker. Es ist leicht. Es war auch irgendwie intensiv von den Beschreibungen der Orte, der Freiheit, der Reise und auch die nachdenklichen Passagen, die haben für mich in der Tiefgründigkeit und was es rübergebracht hat, wirklich einfach perfekt gepasst. Es gibt hier viele Gedanken und auch Impulse in Bezug auf das Reisen, auf das Freisein, auf das Leben und die kann ich absolut nachvollziehen, die teile ich zu großen Teilen auch und fand es, dass es sehr gut ausgearbeitet war, die Gedanken, die Gefühle, weil wir doch immer in der Ich-Perspektive sehr nah an den beiden dran sind und man fühlt sich auch durch manche Überraschungen nicht überrumpelt, sondern ich fand das ganz toll und fein gewoben und es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Auch die Liebe zum Meer kann ich absolut verstehen, nachvollziehen, ich habe das gespürt und immer wenn hier so von der Liebe zum Meer die Rede war, habe ich eben meinen Blick einfach aufschweifen lassen und dachte, ja, ich fühle das so. Also ich habe das als Meerkind total nachempfinden können. Man spürt, dass die Autorin so ein bisschen ihr eigenes Leben, ihre eigenen Vorlieben hier hat auch einbringen können, denn sie selbst war ja auch irgendwie in Europa unterwegs und das fand ich ganz schön, das hat man wirklich gemerkt. Ich fand schön, wie sich hier eine Freundschaft aufgebaut hat, wie verschiedene Nebencharaktere auch ihre Rollen gespielt haben, von den Freundinnen von Josie oder ja eben auch von Paul, der beste Freund und seine beiden Patenkinder, die schon eine Rolle gespielt haben, die auch manche Entscheidungen beeinflusst haben. Ich mochte das Miteinander, ich mochte die Dialoge, wenn sie aufeinander getroffen sind. Es hat sich überhaupt nicht hölzern oder so angefühlt, sondern wirklich wie wenn diese beiden Menschen miteinander gesprochen hätten oder diese beiden Charaktere. Ich mochte, wie sie ihre Priorität gerechtfertigt haben, sich selbst gegenüber und einfach gemerkt haben, okay, irgendwas ist da, aber jetzt nicht. Und ich fand es so schön, dass beide irgendwie egoistisch waren, ohne dass der andere beleidigt war oder dass das irgendwie krumm genommen hat, sondern beide eben an einem sehr ähnlichen Punkt standen, aber glaubt schon relativ schnell auch klar war, irgendwie, wir begegnen uns immer wieder, irgendwas Freundschaftliches baut sich aus. Und ich mochte das, wie das so ganz langsam von diesem unbekannten Zufälligen in die Freundschaft und so weiter übergegangen ist. Das hat mich wirklich mehr als überzeugt. Also für mich wirklich ein Highlight und ich hatte leider nur einen Marker an meinem Lesezeichen, deswegen konnte ich nur eine tolle Stelle markieren und hier ging es um Zeit und dass man sich das Gefühl erlauben muss, für immer ausreichend Zeit zu haben und dass das eben ein Genuggefühl ist und dass das eben die Bereicherung in ihrem Leben ist und dass es eben tatsächlich darum geht, dass man nicht immer so gehetzt wirkt, sondern sich das Gefühl erlaubt zu sagen, ich habe genug Zeit, ich verpasse nichts, ich habe heute genug Stunden und das ist etwas, was ich auch sehr, sehr, sehr fühle. Ich habe sehr viele bekannte Kollegen, Freunde, Familienmitglieder im Umkreis, die immer sagen, oh, ich ziehe morgen den Rollo hoch und
dann schwupps ziehe ich ihn wieder runter. Und ich empfinde das tatsächlich nicht so. Und ich glaube, dass das wirklich sehr viel mit einem Mindset zu tun hat. Und das hat hier Josie auch richtig toll beschrieben. Zudem treffen wir dann auch noch auf ein kleines Kätzchen, was ich sehr süß finde. Da geht mir natürlich das Herz auf. Und ja, ich mochte beide Charaktere. Ich mochte Josie, oder ist ja die Abkürzung von Josephine, also Josie, Josie. Und ich mochte Paul. Ich mochte diese ganze Geschichte, dieses Setting, ich mochte auf Reisen sein, dieses Abenteuer, auch wenn Dinge mal nicht so geklappt haben, mir hat es großen Spaß gemacht. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte, die ich jedem ans Herz legen kann, der einfach mal so ein bisschen was Wohliges, Schönes am Meer mit eher freundschaftlichen als Liebesgeschichte erleben möchte. Ja, einfach perfekt. Dann kommen wir zu einem Abbruchbuch des Monats, und zwar Today I Talk to Him von Bianca Wege. Ich blende euch das Hörbuchcover ein. Ich habe das bei BookBeat entdeckt und dachte, ach ja, das klingt ganz cool, irgendwie mit wir spielen Sims, und gleichzeitig fand ich das Cover richtig toll. Und dann weiß ich, dass eine Freundin von mir da auch schon letztens geschwärmt hat. Das ist der Auftakt einer, ich vermute mal, Dilogie. Zumindest gibt es auch schon den zweiten Teil. Vielleicht wird auch eine Trilogie draus, das weiß ich nicht so richtig. Gesprochen wurde das Hörbuch von Pia Ronda Sachse. Ich glaube, vom Namen her habe ich noch nichts von ihr auf den Ohren gehabt, aber ich mochte ihre Vertonung ganz gerne. Also es lag nicht an der Sprecherin, dass ich das Hörbuch irgendwie abgebrochen habe. Ja, ich habe knapp 20% geschafft, was in etwa wahrscheinlich so 70, 75 Seiten waren. Und ich muss echt sagen, der Grund war, dass ich bei BookBeat eben nur eine begrenzte Anzahl an Stunden habe und da einfach dachte, das ist einfach Verschwendung. Und ich möchte auch gleich vorweg sagen, das Buch war nicht generell schlecht, es war nur einfach nicht mein Buch. Das muss ich tatsächlich so sagen. Ja, wir treffen auf Layla, die seit ihrer Highschool in Escher verliebt ist, aber er nimmt sie überhaupt nicht irgendwie wahr. Er weiß gar nicht, dass sie existiert, und sie schwärmt für ihn, und das geht so weiter, dass die sie streamt auf jeden Fall und spielt dort eben Sims und hat sich selbst dort im Grunde ein Sim erstellt und lebt jetzt eben ihr Leben eben auch mit Escher, also in ihrer fiktiven Sims Welt. Sie ist 18 Jahre, kommt jetzt auch aufs College, dahin begleiten wir sie, und sie möchte jetzt ihr Leben verändern, sie möchte nicht mehr so introvertiert sein, nicht mehr so ängstlich, sie möchte sich was trauen, sie möchte Freunde gewinnen und sie möchte ihre College-Zeit auch genießen, und sie wohnt da zusammen mit einer ganz lieben Mitbewohnerin und lernt dann eben auch durch ihre Kurse neue Leute kennen. Da muss sie in so eine Arbeitsgruppe und wird da das Maskottchen des Volleyball-Teams. Und ja, wie es so der Zufall will, und das ist mir fast schon des Zufalls zu viel, ist Escher auch an diesem College. Also theoretisch ist er, glaube ich, ein Jahr älter wie sie, und sie dachte immer, er ist auf ein anderes College gegangen und da begegnen sie sich. Aber er kann sich nicht so wirklich an sie erinnern. Und ja, sie nimmt das jetzt so ein bisschen zum Anlass, sich eine Challenge zu stellen, zusammen mit ihren Zuschauern des Streams, dass sie eben Dinge tut, die ihr dieser Stream, die Zuschauer im Grunde vorgeben. Also von wirklich heute spreche ich mit ihm, um so auf den Titel des Buches zurückzukommen. Ja, diese Aufgaben werden eben nicht nur in dieser Sims-Welt sozusagen erledigt, sondern eben auch im wahren Leben. Es wäre allerdings doch viel einfacher, diese Aufgaben an Henry vorzunehmen, sage ich jetzt mal. Der ist nicht so der größte Fan von Escher, also beide sind auch sehr starke Rivalen, und man merkt, dass er schon eher einfach ein anderer Typ ist, der aber ja doch bei Layla auch so ein bisschen ja Gefühle eröffnet und sie das vielleicht dann doch irgendwie merkt, oh, vielleicht ist Escher doch nicht so das Wahre. Aber ja, so weit bin ich gar nicht gekommen. Also ich habe es nach knapp 20% Hörzeit abgebrochen, weil ich wahnsinnig viele Augenrollmomente hatte. Also ich bin mit Layla überhaupt nicht warm geworden. Also die wird mir verkauft als 18-Jährige, wirkt für mich wie eine 12-Jährige. Also nichts dagegen, dass sie Sims spielt. Ich bin über 40, liebe Sims, spiele das im Herbst, Winter auch manchmal sehr exzessiv. Liebe ich unglaublich da, irgendwie eine Familie zu erstellen, Challenges zu machen und so weiter. Also ich bin da großer Fan. Aber ihre ganze Artikulation, wie sie gesprochen hat, wie sie gedacht hat. Ihr ganzes Leben hat sich um diesen Escher gedreht. Sie kommt da an ein College, das interessiert sie gefühlt nicht. Sie hat eine tolle Mitbewohnerin, von der hören wir was am Rande. Ah, sie trifft Leute in ihrem Kurs. Ja, eigentlich will sie aus sich herausgehen, aber nee, sie will nur Escher. Und mich hat das echt aufgeregt. Und ich glaube, dass das einfach an mir liegt. Ich bin einfach zu alt dafür, mich noch so, also zum einen war ich mit 18 nicht so, ich glaube, ich war auch mit 14 nicht so. Ich kann mich da ganz schlecht hineinfühlen, wenn sich eine ganze Welt nur um einen Typen dreht, der mich ja überhaupt nicht wahrnimmt. Also irgendwann finde ich einfach schwierig. Sie hat eine ganz neue Welt aufgemacht bekommen, von College über Freunde, über Mitbewohner.
Und irgendwie nutzt sie das nicht und merkt auch gar nicht, wie ihre Umgebung darauf irgendwie so reagiert. Zudem ist dieses Sims-Thema eigentlich viel, viel, viel zu kurz gekommen. Das fand ich mega, mega schade. Auch dieses ganze College-Thema ist irgendwie total untergegangen, was sie da cooles studiert und was da so ihre Aufgaben sind. Und ich hatte einfach irgendwann, ja, der Stil war locker, es war leicht, es hat wahrscheinlich auch perfekt einfach in den Urlaub gepasst, aber ich bin mit Layla nicht zurechtgekommen. Und ich glaube einfach, dass ich nicht mehr die Zielgruppe dieses New Adult bin und es einfach dann auch hinnehmen muss, dass es mir eben nicht gefällt. Und deswegen wurde es dann eben einfach nach 20% abgebrochen, was ja per se gar nicht schlimm ist. Für mich war es einfach nichts. Es ist wahrscheinlich schon eine ganz süße Geschichte, wenn man ja, die Zielgruppe davon ist, sowas gerne liest. Aber für mich hat sich einfach zu viel um diesen Escher gedreht. Ich habe noch nie mal verstanden, warum. Also ja, jetzt kann man auch oft nicht erklären, warum sich die Welt von einem um jemand anderen dreht, aber ja, war leider nicht meins, deswegen leider abgebrochen. Zum Glück ging es danach aber mit einem Highlight weiter, und zwar Spices and Fire von Katrin S. Knopp. Das Buch ist ja gerade noch so, ich glaube, am Samstag vor meinem Urlaub bei mir eingetrudelt, wurde dann eingepackt. Habt ihr auch schon im Lese- und Reisevlog gesehen? Ich packe euch das Video mal in die Infobox, solltet ihr noch nicht vorbeigeschaut haben. Ich habe ja auch die Buchbox vom Einhorn Verlag bestellt, wo unter anderem ja auch die drei Charakterkarten mit enthalten waren und allerlei andere tolle Goodies. Also hier auch nochmal die wunderbaren Grafiken, und ich muss echt sagen, also ja, also ich finde die wirklich schön. Und wenn man dann die Charaktere eben auch noch besser kennenlernt, dann bekommen die Beschreibungen tatsächlich noch ein bisschen mehr Bedeutung. Man muss wirklich sagen, das Motto, was so ein bisschen Anker auch in einem Interview dann mit dem Einhorn Verlag von Katrin S. Knopp so gesagt wurde, so ein bisschen Bridgerton meets Jack the Ripper, da ist tatsächlich was dran. Denn wir sind hier in London 1888 und Marie verliert ihren Vater, der sie auch lange Zeit allein großgezogen hat. Sie wird dann von ihrem Onkel aufgenommen und ihre Cousine, ja, arbeitet dann so ein bisschen dran, dass sie sich ein bisschen dieser ganzen Gesellschaft anpasst. Sie wurde recht frei erzogen, aber jetzt muss sie sich eben ihrer Rolle beugen. Sie soll auch zeitnah heiraten, und es finden sich auch recht schnell zwei, drei Männer, die ja, die ihr so versprechen, dass das Schönste vom Leben gefühlt, und sie aber schon merkt, irgendwie schlägt ihr Herz doch für etwas anderes. Zudem hat sie auch den Eindruck, dass der eine oder andere Mann eher so hinter ihrem Erbe her ist, denn sie hat die Hälfte der Kunstgalerie von ihrem Vater geerbt. Und ja, der passende Kandidat muss eben gefunden werden, sonst darf sie dieses Erbe nicht antreten. Und sie hat eben scheinbar anständige Männer, aber auch Männer, mit denen sie eher dann eine Freundschaft pflegt, die eben doch dafür offen sind, dass sie so ein Freigeist ist. Und ja, irgendwann trifft sie eben auf den Künstler Henry Soretti. Ja, der verdreht ihr so ein bisschen, ja, das Herz. Nein, das war irgendwie falsch. Er verdreht ihr. Was verdreht er ihr? Den Kopf verdreht ihr, nicht das Herz. Oh mein Gott. Und allerdings ist natürlich so ein Künstler, der irgendwie aus den Slums von London kommt, natürlich nicht die beste Wahl für eine etwas gut bürgerlichere Marie. Sie erlebt jetzt so ein bisschen ihr Leben zwischen Ballsälen, Kaffee trinken, Teestunden. Wir gehen im Park spazieren, eben auch verschiedenen Galerien. Wir sind auch sehr in der Kunstgeschichte unterwegs und dann aber natürlich auch mal im Londoner East End, wo eben Jack the Ripper sein Unwesen treibt und wir da auch ein bisschen etwas zu den, oder ein bisschen mehr eigentlich, zu den Opfern von Jack the Ripper erfahren. Für mich war es ein absolutes Highlight. Es ist eine Mischung aus historischen Romanen mit fiktiven Charakteren. Man hat aber das Gefühl, dass diese fiktiven Charaktere durchaus auch hätten einfach zu dieser Zeit leben können. Es war eine perfekte Mischung an Infos, die wir aus dem Historischen bekommen, zu Jack the Ripper und seinen Opfer erhalten, zu dieser ganzen Zeit haben. Man konnte sich das wunderbar bildhaft vorstellen. Ich finde, dass Marie durchaus ein Charakter aus ihrer Zeit hätte sein können. Man muss nichts zu Jack the Ripper wissen. Ich glaube, wir haben alle schon mal leider tatsächlich von ihm gehört. Das Buch macht es ein bisschen anders und hebt eher die Opfer in den Vordergrund, also die Frauen. Und das finde ich sehr wichtig, sehr schön, sehr gelungen, denn von Serienmördern bleibt ja oft nur der Name des Mörders im Kopf und nicht dessen Opfer. Und da fand ich sehr schön, dass das die Autorin ein bisschen anders gelegt hat, obwohl wir natürlich immer irgendwie ahnen, dass Jack the Ripper so umher ist. Man erfährt natürlich auch ein bisschen was zu den Charakteren rund um den Fall von Jack the Ripper, wie da so Einflüsse auch sind. Hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber der Fokus ist schon eher auf Marie und das Jack the Ripper-Thema ist eher so im Hintergrund. Sprachlich war es perfekt. Also für mich wahnsinnig gut getroffen. Es war sehr bildhaft, es war intensiv, es war ganz dicht gewoben, es hatte einen wunderbaren Spannungsbogen, es hatte einen roten Faden, es hatte wunderbarste Charaktere, die wirklich
ganz, ganz toll beschrieben war. Man konnte sie förmlich vor sich sehen, man konnte sie riechen. Die Autorin hat sehr oft Geruch mit eingebaut, wenn sie eben über Charaktere gesprochen hat. Also wie eben ein Henry riecht oder ja, eben auch in der Galerie, was das so für ein Gefühl ist, für ein Licht ist, welche Stimmung da herrscht. Richtig, richtig, richtig toll. Und das fand ich richtig schön. Es gibt verschiedene Szenen, die ich wirklich sehr ins Herz geschlossen haben. Egal, ob es so ein bisschen die Ballszenen natürlich waren, ob es die Gespräche waren. Ich mochte auch so ein bisschen das Freigeistige von Marie sehr gerne. Ich fand es toll, dass aber auch Nebencharaktere einfach ihrer Zeit entsprungen sind. Also es durchaus für Frauen einfach voll in Ordnung war, in ihrer Rolle aufzugehen. Dass sie natürlich nicht begeistert davon waren, wie Marie jetzt so ihren Weg geht. Dass es da Skandelchen gibt und Klatsch und Tratsch. Und das hat richtigen Spaß gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Auch die starken weiblichen Charaktere, die hier noch durchgekommen sind als Nebencharakter. Richtig, richtig toll. Und ich mochte das. Ich mochte diese Mischung. Ich mochte auch irgendwie die vermeintliche Toleranz, die es gab, also dass Marie eben allen gegenüber sehr offen war, während ihr das nicht immer so entgegengekommen ist, aber man eben merkt, okay, eigentlich hat man sie doch dann irgendwie so akzeptiert, wie sie ist mit ihrem Freigeist innerhalb der Geschichte, gerade auch ihre Cousine, eine ganz, ganz tolle Rolle. Und dann gibt es natürlich auch eine zarte Liebesgeschichte im Hintergrund, es geht aber auch viel um Freiheit, um Freundschaft, um ja so ein Miteinander, um sich kennenzulernen, um diesen ganzen Konventionen auch irgendwie zu, ja, da auszubrechen. Und das mochte ich schön und mochte ich sehr gerne. Und ja, mein Herz ist an eigentlich zwei Stellen wirklich sehr, sehr gebrochen. Es gab Wendungen, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen, die mich ganz, ganz tief ins Herz getroffen haben. Und ich hatte einen Gänsehautmoment in diesem Buch und ich lag ja bei 38 Grad am Strand und habe wirklich gemerkt, wie es mich fröstelt. Und ich dachte, oh mein Gott, das Buch hat alles richtig gemacht. Also wirklich ein absolutes Highlight. Zudem natürlich auch wunderschön. Ich glaube, dazu muss man gar nichts mehr sagen. Wenn ihr nähere, tiefere Einblicke von mir haben wollt, guckt, wie gesagt, gerne mal in den Leseurlaubsvlog. Da erfahrt ihr nicht nur ein bisschen was zu meinem Urlaub in Dubai, sondern eben auch zu Abschnittsgedanken, die ich im Urlaub aufgenommen habe, weil das Buch hat mich wirklich gecatcht, gekriegt und sprachlich wirklich wunderschön. Also der Stil gefällt mir super gut und ich bin froh, dass ich von der Autorin noch so ein Jugend-Fantasy-Buch habe. Da geht es ja irgendwie um Drachen, das steht irgendwo hinter mir. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Also ein wunderschönes Buch, nicht nur optisch ein Highlight, sondern auch wirklich innen drin. Und wer gerne wirklich mal so was Historischem eintaucht, vielleicht wirklich so diese Bridgerton-Zeit, die ja doch in aller Munde jetzt auch irgendwie ist, vielleicht da sich mal reinlesen möchte. Und man muss auch keine Angst vor zu viel Details zu Jack the Ripper haben. Das ist überhaupt nicht wirklich groß blutig. Es gibt auch eine Triggerwarnung am Ende. Also guckt euch das an, wenn ihr da irgendwie gefährdet seid. Ich muss aber sagen, also es war nur an sehr wenigen Stellen tatsächlich sehr detailreich. Also kaum detailreich, was das irgendwie angeht. Also ja, schaut euch das Buch super gerne mal an. Für mich wirklich ein Highlight. Und ja, ich freue mich, dass ich das Buch samt Box sozusagen hier habe. Und die Box, ja, dass der Fächer zum Beispiel auch schon im Urlaub in den Einsatz gekommen ist. Und das Paprika haben wir jetzt auch schon verwendet. Und der Tee ist natürlich auch schon weg. Ja. Also guckt gerne in den Vlog, wenn ihr dazu mehr sehen wollt. Dann wurde wieder ein wenig gehört und zwar von der Kunst, das Leben leicht zu nehmen von Marie-Louise Ritter. Ich hatte hier den Ohrstöpsel in einem Ohr, das Meeresrauschen im anderen und ich hatte mich hier sehr von Titel und Cover angesprochen gefühlt. Es war auch über BookBeat erhältlich und die Autorin spricht das Hörbuch auch selbst und ich kenne von der Autorin bereits vom Glück, allein zu sein. Ich weiß, dass ich das nur okay fand, weil ich glaube, mir war es zu wenig allein sein, obwohl der Titel das ja irgendwie vorgegeben hat. Aber ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen, müsste wahrscheinlich mal meine eigene Rezension schauen, aber ich habe mich davon nicht abgeschreckt gefühlt. Ja, die Autorin fasst hier 35 Geschichten zusammen über Gelassenheit, über Leichtigkeit, über Achtsamkeit und ja, wie man das Leben so ein bisschen vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive wahrnehmen kann. Sie stellt sich da in vielen Lebenssituationen immer wieder die Frage, wie man sein Leben eben größtmöglichst leicht leben kann, wie man nicht irgendwie verbissen ist, verbittert ist, wie man nicht mit so einer Schwere an den Tag geht. Und ich fand es ganz schön, dass sie hier eben ihr eigenes Leben dargestellt hat, gezeigt hat, in welchen Situationen sie vielleicht schon gut reagiert hat, aus welchen Situationen sie auch mit einem Learning rausgegangen ist, wie sie Impulse auch mal innerhalb einer Situation anwendet und wirklich erstmal durchatmet, sich an etwas erinnert und dann im Grunde weitergeht. Wir haben hier 35 Themen, die ihr eigenes Kapitel bekommen. Das heißt, im lesenden Zustand könnte man eben auch zu den
den verschiedenen Kapiteln durchaus mal springen. Wir haben zum Beispiel Titelüberschriften von Irgendwann ist jetzt. Das ist, was ich wahnsinnig toll finde, diesen Satz. Ja, auch das Lied von Max Giesinger, großartig. Dann Ich habe mich geirrt, mich fallen lassen und ich kann mich für dich freuen. Das fand ich auch richtig toll, dass man eben eine Begeisterung, eine ehrliche Begeisterung mit Menschen in seiner Umgebung hat, nicht irgendwie neidisch ist, sondern wirklich sich herzlich freut, dass jemand anders etwas Schönes widerfahren ist. Ich finde, das sind sehr wichtige Themen unserer Zeit und auch die ganze Lebensgeschichte von Marie-Louise Ritter, wo nicht immer alles so wunderbar läuft, wenn Dinge schief gehen mit einer gemieteten Wohnung, mit ihrer vermieteten Wohnung, wenn sie da in Europa so ein bisschen unterwegs ist, wie kalt Winter auch in anderen europäischen Ländern sein können. Ich fand es richtig toll, dass sie uns da mitgenommen hat, dass sie präsent ist, dass sie sich zeigt, dass sie keine Angst hat, auch Fehler einzugestehen, dass natürlich jeder so irgendwie seinen Weg geht und eben auch anders mit Problemen und Herausforderungen umgeht, aber sie immer wieder so Impulse hat. Und für mich war dieses Hörbuch wirklich auch ein Highlight. Wir haben hier natürlich schon bekannte Lebensgedanken, Impulse, die natürlich irgendwie vielleicht man schon mal gehört hat, wenn man sich das Thema Achtsamkeit irgendwie bewusst gemacht hat, Gelassenheit, Leichtigkeit, wenn man da irgendwie schon beschäftigt ist. Aber ich fand durch diese persönlichen Erfahrungen, die sie hier vermittelt, fand ich es einfach toll und auch mal anders gezeigt. Also es wirkte sehr authentisch, sehr echt. Ich mochte den Stil der Autorin, die ein wirklich sehr angenehmes Tempo hatte, um Situationen zu beschreiben, ihre Gedanken, Gefühle mit einzuflechten. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, manchmal ein bisschen ausholender, manchmal ein bisschen schneller. Ich fand, sie hat das sehr gut den jeweiligen Themen angepasst. Ich fand diese Mischung wirklich perfekt gewählt. Ich mochte einfach ihre eigenen Erfahrungen, die sie erlebt hat, wie sie eben auch einfach vor Herausforderungen stellt, wie sie in sich geht, was sie daraus mitgenommen hat, was sie anders, besser irgendwie machen würde. Ich mochte das richtig schön. Ich fand, es waren tolle Gedanken dabei. Sie sind natürlich schon, wie gesagt, es ist nicht total was innovativ Neues, aber es wirkt irgendwie moderner. Es hat viele Ansätze, die natürlich schon irgendwie bekannt sind, aber kommen hier einfach in einem anderen, moderneren, frecheren Gewand daher. Und durch die Lebensbeispiele hat man natürlich die Autorin kennengelernt, ihre Denkweise, und das hat mir einfach großen Spaß gemacht. Ein wunderbares Zitat, was ich mir dann noch im Smartphone sozusagen mitgeschrieben habe, ist: Du übst dein Leben, wenn du es lebst. Und das hat mich total gecatcht, so am Strand liegend, wo ich auch so ein paar Gedanken zu diesem Urlaub hatte, zu diesem Land hatte, zu meinem Leben hatte. Und ich dachte wirklich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Und da waren einige wunderbarste Sätze mit dabei. Ich konnte sie natürlich nicht alle irgendwie rausschreiben. Das ist dann der Nachteil, wenn man ein Hörbuch hört. Aber vielleicht ist das tatsächlich ein Buch, was in haptischer Form nochmal bei mir Platz finden wird. Für mich wirklich ein Highlight. Es hat mich total mitgerissen, mitgenommen. Es hat mich begeistert. Es hat mich sehr zum Nachdenken angeregt in vielen Momenten, und da nehme ich also auch heute noch einiges an Gedanken mit. Also für mich wirklich ein Highlight-Buch, ganz toll gesprochen, viele authentische, echte, spannende Geschichten, wie man eben irgendwie mit Leichtigkeit dann doch das Leben ein bisschen schöner macht, leichter macht, achtsamer macht, vielleicht sich sogar irgendwie glücklicher, auch wenn Glück natürlich irgendwie so ein Konstrukt ist, aber ja, große Empfehlung, hat mir ebenfalls wahnsinnig gut gefallen. Auch noch am Strand gehört habe ich Der längste Schlaf von Melanie Rabe. Das ist das neueste Buch der Autorin. Ich hatte bisher nicht ganz so viel Glück mit ihren Büchern. Ich hatte zwei Bücher gelesen. Eins fand ich ein bisschen, okay. Das andere habe ich, glaube ich, sogar abgebrochen. Großes Highlight war für mich ihr Sachbuch über Kreativität. Das habe ich wirklich super gerne gehört und dann auch als haptisches Buch schon mal gelesen. Ich muss sagen, ja, hat mich total gekriegt. Beim längsten Schlaf hat mich tatsächlich das Cover angesprochen und auch der Klappentext. Ich fand das super spannend, dass man sich hier so um den Schlaf kümmert. Ich habe es bei Audible gehört und ich glaube, da ist es auch aktuell nur exklusiv erhältlich. Gesprochen wird das Hörbuch von Sitem Biele-Menk und Chantal Busse. Beide Stimmen haben mir gut gefallen. Chantal Busse hat eher einen kleineren Anteil. Also es ist nicht wirklich aus zwei Perspektiven, sondern es ist erst so eher so ein Perspektiveinschub. Haben mir aber beide gut gefallen, waren auch unterschiedlich genug, um eben
eben dann zu folgen, wann so Chantal Busse sozusagen einen Teil übernommen hat von ihrem Charakter. Ja, wir treffen auf Mara und sie ist Wissenschaftlerin und forscht zum Thema Schlaf. Und ich persönlich fand Schlaf und Träume immer schon ein mega interessantes Thema, habe mich da vor 10, 12 Jahren auch mal so ein bisschen festgelesen, weil ich es super spannend fand, diesen Gedanken, wir legen uns abends hin, in der Hoffnung, dass wir am nächsten Tag aufwachen, ohne eigentlich so richtig zu wissen, was in diesen 7, 8 Stunden passiert, was ja fast ein Drittel auch unseres Lebens ist. Und was da im Körper passiert, im Kopf, im Gehirn, fand ich super interessant, auch was Träume sind und ja, was man da so ein bisschen auch beeinflussen kann. Ich selbst habe Schlaf tatsächlich lange Zeit für so eine Verschwendung gehalten. Nachdem ich mich dann aber mit beschäftigt habe, habe ich verstanden, wofür es gut ist. Man kann den Schlaf oder die Schlaflänge oder wie viel man braucht ja selbst im Grunde nicht ganz so beeinflussen. Aber ich fand es tatsächlich spannend, da so ein bisschen tiefer einzutauchen. Ja, mal so. Deswegen hat mich, glaube ich, auch dieser Spannungsroman von Melanie Rabe angesprochen. Wir haben hier so ein bisschen einen Genre-Mix. Es ist nicht direkt ein Thriller, es ist aber auch ein bisschen spannender und mit interessanten Wendungen als vielleicht in einem klassischen Roman. Deswegen würde ich sagen, so ein bisschen Genre-Mix, kommt auch noch so ein bisschen andere Genre dazu. Und also so eine Art Spannungsroman. Ja, sie hat ihre Eltern sehr früh bei einem Autounfall verloren und ist dann in einer Pflegefamilie aufgewachsen und hat sich da auch mit ihrer Pflegeschwester sozusagen angefreundet. Sie sind jetzt die besten Freundinnen. Allerdings ist Mara auch aus Deutschland weggezogen, lebt jetzt in London und arbeitet dort eben dann auch für ihre Wissenschaft, für die Forschung und erfährt dann eben, eines Tages, dass sie ein Herrenhaus geschenkt bekommt. Sie selbst forscht zwar über Schlaf und Träume, leidet aber unter Schlaflosigkeit, hat wirklich Probleme einzuschlafen, durchzuschlafen, hat auch eine gewisse Angst dahinter. Und diese Angst hat nicht unbedingt was mit dem Herrenhaus zu tun, aber sie ist natürlich schon erstmal verwirrt, warum ihr jemand ein Haus schenkt, den sie überhaupt nicht kennt und hat dann natürlich Fragen zu, reist dann auch nach Deutschland und merkt dann doch irgendwie recht schnell, dass es vielleicht doch was mit ihren Träumen auch zu tun hat. Und sie ist dann in diesem kleinen Städtchen, lernt dann eben auch so die Dorfbewohner kennen, freundet sich da auch mit der oder dem einen oder anderen an, was tatsächlich ganz schön und praktisch ist und versucht eben herauszufinden, was es mit dem Herrenhaus auf sich hat, mit ihrer Familie, mit dem, der sie beschenkt hat und was so auch dieses ganze Dorf so ein bisschen vielleicht für einen Einfluss hat. Für mich war dieses Hörbuch wirklich ein Highlight. Es war wahnsinnig spannend. Ich fand die Idee richtig toll. Ich fand es innovativ umgesetzt. Ich mochte diesen Genre-Mix wahnsinnig gerne. Ich fand die Spannung wirklich anhaltend gut gemacht. Ich fand es schön, dass gerade auch noch eine Komponente, die in die Geschichte reinkommt, die ich nicht erzählen möchte, weil das wäre einfach schade, weil es mich total überrascht hat, aber begeistert hat. Ich habe jetzt schon ein, zwei Stimmen gehört, die gesagt haben, das hätte man vielleicht nicht so gebraucht. Ich persönlich fand diesen Einschub richtig gut. Mir hat das Spaß gemacht, Freude gemacht, weil ich sowas auch einfach gerne lese, weil ich da vielleicht auch so ein bisschen offen für dieses Thema bin. Bei mir hat dieser ganze Genre-Mix, dieser Spannungsroman, diese Wendungen wahnsinnig gut funktioniert, auch wenn man natürlich schon sagen muss, mancher Zufall war einfach ein Zufall zu viel. Das ist manchmal natürlich einfach, gerade wenn das passiert, ist natürlich auch das Herrenhaus hier, dann zieht noch ein neuer in dieses Dorf und es sind manchmal zu viele Zufälle, die aber durchaus bei Melanie Rabe auch Sinn ergeben haben. Sonst gäbe es halt auch keine Geschichte, wenn Dinge nicht irgendwie passieren würden. Da muss man natürlich auch gleich sagen. Ich fand es toll, wie hier mit Schlaf umgegangen wurde und auch mit den Träumen und mochte es sehr gerne, dass man das so aufs wahre Leben, auf sich selbst beziehen konnte. Also ich finde, man hat ein bisschen was gelernt, wenn man sich vielleicht auch mit Schlaf noch gar nicht irgendwie so beschäftigt hat, fand ich es tatsächlich ganz gut gemacht. Es war aber nicht zu viel. Ich glaube, wenn man jetzt Angst hat, dass man hier eine Schlafforscherin hat, die da zu viel Thema draus macht, das ist es definitiv nicht. Auch wenn sie natürlich schon ein bisschen was von ihren Forschungen erzählt und sich das auch so ein bisschen mit meinem Wissen gedeckt hat. Also ich möchte nicht wissen, wie tief Melanie Rabe hier eingetaucht ist. Ich fand es gut recherchiert und die Dinge, die ich irgendwie wusste und bestätigen kann, fand ich tatsächlich auch glaubwürdig und hat mir gut gefallen. Ich hätte vielleicht sogar noch eine Spur mehr Details gewollt, aber ich glaube,
Das hätte sonst die Geschichte überladen. Ich mochte den flüssigen Stil von Melanie Rabe sehr gerne. Es ist nicht zu ausschweifend, es ist eher ein bisschen kompakter und dadurch bleibt aber die Spannung wirklich gut erhalten. Es ist nicht so mit extrem kurzen Kapiteln, man hatte schon längere Phasen in Szenen, was ich richtig toll fand. Ich mochte die Dialoge, ich mochte die Beschreibungen von Orte und von Begegnungen, ich mochte Treffen, wenn die Menschen so zusammengekommen sind. Ich mochte auch einfach Mara als Charakter super, super gerne und ich fand es einfach toll, wie ja diese ganzen Verwicklungen sich so nach und nach abgebaut haben. Also wie immer mein Charakter dazu kam, wie was beleuchtet wurde, wie die Geschichte von Mara uns auch erzählt wurde und eben auch so dieser ja zweite kleine Handlungsstrang, wie der so aufgebaut war, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand es sehr atmosphärisch, wenn wir rund ums Herrenhaus unterwegs waren. Also ich konnte mir das wirklich bildhaft vorstellen. Ich konnte mir auch die Räume vorstellen, die beschrieben werden und auch dieses Gefühl, dass irgendwas vielleicht nicht stimmt, das ist richtig, richtig gut rübergekommen. Also ich lag da wirklich am Strand und hatte Gänsehautmomente und so, huch, okay, was passiert hier? Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es hätte vielleicht eine Spur tiefgründiger sein können, aber ich weiß nicht, ich sehe das bei einem Spannungsroman einfach ein bisschen anders. Man möchte ja die Spannung nicht stoppen, nicht rausnehmen, weil man ja eben fortlaufend in der Geschichte sein möchte. Und deswegen fand ich das tatsächlich hier einfach eine perfekte Mischung und ich fand es sehr ausreichend, ich fand es passend und natürlich setzt man so ein bisschen seinen Fokus je nach Geschichte anders. Also ich glaube, in einem Roman, in einer Liebesgeschichte oder in so einem Wohlfühlroman erwarte ich ein bisschen mehr Tiefgründigkeit von Charakteren als wirklich in einem Thriller, in einem Spannungsroman. Da ist mein Anspruch ein bisschen geringer, wo ich sage, es würde natürlich einfach Zeit nehmen oder ja wegnehmen von dem Spannungsaufbau, wenn man dazu in die Tiefe geht. Also ich mochte Mara als Charakter sehr gerne. Ich fand die Nebencharaktere toll gezeichnet. Es waren spannende Charaktere dabei, wo man sich doch immer mal gefragt hat, warum und wie und was passt das zusammen. Und ich fand auch toll, wie es aufgelöst wurde, in welche Richtung es gegangen ist. Und ich war einfach hin und weg. Also ich habe das wirklich weggesuchtet und hatte wirklich wahnsinnigen Spaß mit dieser Geschichte und muss sagen, vielleicht muss ich Melanie Rabe zukünftig doch immer mal noch ja, die ein oder andere Chance geben, weil sie mich hier wirklich mehr als begeistert hat. Das letzte Buch, was ich dann im Urlaub begonnen habe und in Deutschland dann wieder beendet habe, ist Die Abenteuer der Piratin Amina Al-Sira von Shannon Chakraborty. Von der Autorin hatte ich Stadt aus Messing angefangen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das Buch beendet oder abgebrochen hatte. Ich war nicht ganz so begeistert. Dennoch wollte ich der Autorin mit einer Piratengeschichte einfach noch eine Chance geben. Also wir sind hier piratig unterwegs. Es ist ja im Grunde auch so ein bisschen Fantasy. Wir sind im Orient, das ist auch eine wunderbare Karte mit eingebaut, dass man sieht, wo man unterwegs ist. Wir sind also auch im Indischen Ozean und ich fand es ganz schön, dass ich Dubai, wo ich ja im Urlaub war, hier auch entdeckt habe. Natürlich nicht wortwörtlich stehend, also dachte, okay, hier spielt irgendwie auch gerade die Geschichte. Ja, wir bekommen das neue Abenteuer unserer Piratin Amina erzählt, die eigentlich in den Ruhestand gegangen ist und Jamal erzählt jetzt die Geschichte. Also wir haben einen direkten Erzähler, der die Geschichte aufnimmt von Amina und der uns erst so ein bisschen die Vergangenheit erzählt, was dazu geführt hat, dass sie dann auch in den Ruhestand gegangen ist. Wir haben so einen kleinen Rückblick und das fand ich anfangs noch so ein bisschen, ich hoffe, es bleibt nicht so, aber dann wurde es tatsächlich eine Ich-Geschichte und eine aktive Geschichte in der Gegenwart und das fand ich tatsächlich richtig, richtig toll. Ich fand es schön, so ein bisschen erst natürlich Amina als Piratin kennenzulernen und dann eben zu erfahren, wie sie mit ihrer Tochter und ihrer Mutter zusammenlebt, was sie im Ruhestand so ein bisschen bewegt, dass sie so ein bisschen Geldnot hat, obwohl sie natürlich auch einiges an Schätzen gefunden, geborgen, übernommen hat, wie immer wir das nennen wollen. Und dann bekommt sie eben einen Auftrag, sie soll die Tochter oder eigentlich die Enkelin suchen, die hier von einem bösen Franken geraubt wurde, wo es so ein bisschen sich trotzdem abzeigt, vielleicht ist sie die Enkelin tatsächlich selbst mitgegangen. Allerdings kennt Amina auch den Vater der Gesuchten und fühlt sich da so ein bisschen verpflichtet. Sie sucht ihre alte Crew auf, ihr altes Schiff auf und muss dann sich eben auf die Suche begeben. Und dazu gehört es eben auch, ihren Gegner erstmal zu finden. Und der Franke scheint auch irgendwie mit schwarzer Magie zu arbeiten und dann
sind wir eben piratig auch auf dem Meer und dem Land unterwegs. Ich fand es eine richtig, richtig tolle Piratengeschichte. Es war richtig schön, auf dem Wasser unterwegs zu sein, aber natürlich auch am Land. Ich mochte den Schreibstil sehr gerne, wenn man so diesen anfänglichen Rückblick wegrechnet, den ich wirklich ein bisschen zäh fand und nicht so richtig flüssig und gut fand, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich diese 50 Seiten einfach gelesen habe und ja, sonst wäre es wahrscheinlich tatsächlich auch ein Highlight geworden. Sonst fand ich den Stil wirklich sehr gelungen. Nach dem Rückblick wurde es wirklich spannend in dieser Ich-Perspektive. Wir sind ganz nah an Amina, an ihren Gedanken, Gefühlen, an ihren Ängsten und Sorgen und Hoffnungen und ja, was sich da alles so ein bisschen findet an ihren Gedanken, fand ich sehr, sehr gut. Ich mochte auch diese Mischung, die hier so ein bisschen aufgetreten ist, denn immer mal spricht Amina eben doch mit dem, der die Geschichte aufschreibt, mit Jamal, und auch bei diesen Dialogen sind wir dabei. Ja, der Anfang war ein bisschen zäh, allerdings muss ich sagen, es ging dann wirklich schon relativ gut und spannend weiter, weil man natürlich dann schon ein bisschen mehr erfährt. Das letzte Drittel oder ja, vielleicht so die letzten 50, 80 Seiten, die waren irgendwie, da war die Luft so ein bisschen raus. Also insgesamt würde ich sagen, hätte der Geschichte wahrscheinlich 100 Seiten weniger gut getan, das noch ein bisschen geraffter zu haben. Der Mittelteil hat mich wirklich mehr als begeistert, aber irgendwie der Start und das Ende, irgendwie hat es auch so gefühlt nicht so richtig zusammengepasst, aber ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Es war aber einfach Abenteuer pur. Es ist sehr intensiv beschrieben, die Reise, die Menschen, die Charaktere, diese ganzen orientalische Mythologie fand ich richtig, richtig gut. Es hat mich sehr überrascht und auch wirklich begeistert, da so ein bisschen einzutauchen. Es gibt natürlich so Momente, die mich schon zum Beispiel an Flucht der Karibik erinnert haben. Also die Liebe zum Beispiel zu einem Schiff, auch der Humor, dieser schrullige Pirat. Amina wirkt so ein bisschen ähnlich. Mir hat das mega gut gefallen, aber muss sagen, ich habe manchmal schon eher eine Black Pearl und einen Jack Sparrow vor mir gesehen, als eine Amina mit ihrem Schiff, muss man ehrlich sagen. Ist aber gar nicht schlimm. Ich glaube, wenn man so ein bisschen einen humorvollen Pirat schreibt, ja, da gibt's halt diese Inspiration, das kann man gar nicht ändern. Aber mein Humor hat es getroffen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte auch diesen ganzen geschichtlichen Hintergrund der Region. Ich fand das super spannend, interessant. Ich mochte diese ganze Unterscheidung von den Religionen, wie offen man zu dieser Zeit, als das gespielt hat, auch irgendwie noch war, wie man auch noch hoffte, dass das alles friedlich und ruhig und tolerant bleibt, das fand ich richtig schön. Wir wissen heute, dass es ein bisschen anders ist, aber das fand ich tatsächlich richtig schön beschrieben. Auch die Charaktere haben mir richtig gut gefallen. Ich mochte die ganze Crew, die sehr tiefgründig auch beschrieben wurde, die wirklich man erkannt hat an der Stimmfarbe. Wir hatten eine coole Katze auch noch an Bord, die irgendwie keine Mäuse fangen konnte und immer gefüttert wurde. Und natürlich, weil sie dann gefüttert wurde, hat sie keine Mäuse mehr gefangen. Ich fand das einfach großartig. Und ja, ich fand es toll, dass wir hier gestandene Persönlichkeiten hatten, also wirklich auch Amina, ja, irgendwie Mitte 30, 40 ist, mitten im Leben steht, ein Kind hat, Dinge zu verantworten hat und es eben hier keine, ja, irgendwie Kindereien oder Jugendliches hin und her gegeben hat, sondern wir hier wirklich, ja, tolle Charaktere hatten, die mich sehr begeistert haben und man auch eben merkt, wo nimmt sie ihre Motivation her, was haben die anderen Crewmitglieder für Gründe dabei zu sein. Ich mochte diese ganzen freundschaftlichen Bande, hat mir wahnsinnig gut gefallen, auch diese ganze Schiffatmosphäre, also ich hatte richtig Spaß mit dieser Geschichte, für mich hat sie perfekt im Grunde in den Urlaub gepasst, in den Abschluss des Urlaubs und dann habe ich eben noch so einen kleinen Teil mit nach Deutschland genommen, fand ich richtig gut. Also ein bisschen was habe ich zu kritisieren, aber alles in allem wirklich fast ein Highlight, wenn der Anfang, das Ende so eine Spur anders gewesen wäre. Ein toller Abenteuerroman, wenn man eben auf Piratengeschichten steht. Dann ging es weiter mit einem zweiten Teil und zwar A Spark of Time von Kira Licht. Der zweite Teil mit dem Untertitel Ein Date mit Mr. Darcy. Im ersten Teil waren wir ja auf der Titanic unterwegs und das war für mich ein absolutes Highlight. Es hat mich total überrascht, weil wir hier ja doch so eine Art Romantasy mit Zeitreise haben. Aber ja, der erste Teil war ein Highlight, denn wir lernen da eben Lily de Grey und ihren Vater kennen. Beide ihres Zeichens Zeitreisende. Sie beiden betreiben ein Antiquariat und gehen auf die Suche nach Stücken, die eben verloren gegangen sind. Allerdings suchen sie die Stücke nicht in der Gegenwart, sondern sie nehmen die letzten Anzeichen der wertvollen Gegenstände und reisen dann eben in der Zeit zurück und entnehmen es sozusagen der Vergangenheit, um dann in der Gegenwart ja, das dem Suchenden zu überbringen. Und ja, es zeigt sich, dass man doch so ein bisschen ja, Geldprobleme hat, dass ja auch der Vater überfordert ist, auch im Grunde die Mutterrolle mit einzunehmen, denn Lillys Mutter ist gestorben und beide haben
haben so ihre eigene Art, auch mit der Trauer umzugehen. Und dann gibt es eben einen Auftrag, der alle Geldsorgen der Familie lösen könnte. Und das führt eben Lilly in das Jahr 1912 auf die Titanic. Und dort trifft sie auf Ray, einen Passagier der ersten Klasse. Und Lilly ist da so ein bisschen hin und her gerissen, weil sie weiß ja, was der Titanic passiert. Und wüsste eben auch, wer wie wo irgendwie überlebt, wie das Verhalten auf der Titanic und der Zeit ist. Und hat dann eben so ihre Bedenken, wie sie mit Ray umgeht. Wir haben hier natürlich schon einiges an geschichtlich wahren, auch Charaktere, die man eben durchaus kennt, wenn man sich mal mit der Titanic beschäftigt hat. Und es gibt hier eben schon einige Entscheidungen, die Lilly treffen muss. Und ob sie sich an den Kodex hält, wie sie mit diesen Problemen in der Zeit dann auch irgendwie umgeht. Und im zweiten Teil kann ich jetzt gar nicht so viel verraten, denn er schließt eigentlich nahtlos an den ersten Teil an und der würde eben auch so ein bisschen was spoilern. Dementsprechend kann ich nur sagen, es geht hier dann in die Regency-Zeit nach England um 1800 und Lilly trifft dort auf Jane Austen und auch Jane Austens Familie, auf den wahren Mr. Darcy, der ja die Inspiration für Jane Austen war und kommt da eben auch unter, hat da eben auch einen Plan, was sie irgendwie suchen muss und ist dann in dieser Zeit unterwegs, erlebt dann eben auch so ein bisschen diese Bälle und Spaziergänge und dieses vornehme Leben und wie es da eben so ein bisschen war und kann dann eben auch mit einer ihrer Lieblingsautorinnen Jane Austen ins Gespräch gehen. Ich liebe diese Zeitreisereihe. Also ich muss echt sagen, mir hat Band 1 wahnsinnig gut gefallen. Ich würde auch sagen, Band 2 war ein Highlight. Vielleicht eine Spur zu überfüllt mit Themen. Das muss ich tatsächlich sagen. Die Geschichte baut, wie gesagt, nahtlos aufeinander auf. Dementsprechend sollte man sich nicht so mit dem Klappentext des zweiten beschäftigen, wenn man den ersten noch lesen möchte. Und damit man eben die Überraschung sozusagen vom ersten sich nicht ganz so verdirbt. Sprachlich fand ich es auch wieder richtig toll. Ich mag die Art, wie Kira Licht erzählt. Ich mag Dialoge, ich mag Begegnungen, ich mag die Reisen, ich mag die Zeit in die Vergangenheit. Ich finde es toll, wie sich sprachlich dann auch die Zeit verändert, wie man eben einen Unterschied von jetzt zu 1800 und dann reisen wir hier sogar noch weiter in die Vergangenheit, wie man das spürt, wie die Menschen beschrieben werden, wie die Zeit uns umhüllt. Das fand ich richtig, richtig toll. Ich mochte auch den Perspektivwechsel in der Geschichte, dass wir hier zwei Perspektiven haben, dementsprechend einfach ein bisschen mehr auch zu der Geschichte erfahren. So kam man eben auch sehr nah an diese beiden Charaktere. Das hat mir gut gefallen. Und natürlich wissen wir dann als Leser auch ein bisschen mehr als die jeweiligen Charaktere. Das fand ich auch ganz gut gemacht. Die Vergangenheit wurde hier auch wieder sehr bildhaft beschrieben. War ich schon von der Titanic begeistert, fand ich es toll, ganz viel über Jane Austen zu lesen. Sie gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsautorinnen. Ich habe so 3-4 Bücher von ihr gelesen, wie man das halt gefühlt so macht. Ich mag auch Stolz und Vorurteil super gerne und auch Emma fand ich tatsächlich richtig gut, aber sonst muss ich sagen, es war jetzt nichts für mich, wo ich sage, okay, das sind totale Highlights, die ich irgendwie jedem empfehlen würde. Ich finde, dass das schon eher so eine eingeschränkte Empfehlung sein muss. Allerdings die Verfilmung von Stolz und Vorurteil mit unter anderem Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman und so weiter, die fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Ja, wir reisen in diesem Buch dann auch noch weiter in die Vergangenheit und es geht nach Ägypten und ich muss sagen, das wäre für mich eigentlich sogar noch ein dritter Band gewesen. Und das ist so meine kleine Kritik an dieser großartigen Geschichte, dass es fast zu viel in einem Buch war. Also ich durchaus mir hätte vorstellen können, dass aus dieser Dilogie eine Trilogie hätte werden können. Natürlich hätte man sich dann im zweiten rund um Jane Austen noch ein bisschen mehr einfallen lassen müssen und natürlich auch im Zuge von Ägypten. Aber ich glaube, das hätte Kira Licht wahrscheinlich auch hinbekommen. Aber auch das fand ich gut beschrieben. Ich mochte es, im alten Ägypten unterwegs zu sein. Ihr wisst, ich bin ein großer Ägypten-Fan und dementsprechend fand ich es fast ein bisschen schade, dass wir da so kurz waren. Aber dennoch schön, dass wir so einen kleinen Abstecher gemacht haben. Auch die Charaktere finde ich wieder richtig, richtig toll. Ich mag Lilly wahnsinnig gern. Ich finde es toll, dass wir ihre Handlungen so gut nachvollziehen können, mitgehen können, mitfühlen können, dass wir ihre Fragen im Kopf einfach verstehen und es nicht irgendwie Merkwürdigkeiten gibt. Und ich mag auch die Nebencharaktere, ich mag ihren Vater, ich mag all die Charaktere, die so ein bisschen dazu kamen. Ich fand auch Jane Austen super sympathisch und dementsprechend muss ich sagen, es ist eine tolle Zeitreise-Dilogie, die ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Und ich mochte auch das komplette Ende dann sozusagen der Geschichte. Also die Dilogie endet dann wirklich mit einem Ende, wo man eben nicht irgendwie denkt, wie nach dem ersten Teil, dass hier nochmal irgendwie mit dem Cliffhanger etwas nachkommt. Also für mich wirklich eine ganz tolle Zeitreise-Geschichte, die auch mit dieser Zeitreise sehr logisch umgegangen ist. Also wie man das halt kann, hat mir großen Spaß gemacht, große Freude und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Und dann habe ich zu einem Manga gegriffen, und zwar Maus sei Dank, der erste Teil einer aktuell zweiteiligen Reihe von Hamasaki. Da hatte ich, glaube ich, bei uns in der Thalia an den Manga Days den zweiten Teil entdeckt und hatte mir dann aber, glaube ich, den ersten geholt. Ich glaube, so rum war es irgendwie. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber ja, hat mich sehr angesprochen, weil ich die Maus süß fand und ich auch die ganzen Zeichnungen tatsächlich ganz schön fand. Also ich gehe ja hier sehr auf, wie sieht der Inhalt aus, und dann natürlich auch ein bisschen auf den Klappentext. Das hatte mich hier auf jeden Fall sehr angesprochen. Und ja, wir lernen hier die junge Shoko kennen, die unter einer Art sozialen Angst leidet und zum Beispiel auch der Weg zur Arbeit für sie totaler Horror ist, weil sie in der Arbeit einfach nicht Nein sagen kann. Und sie wird da eben ausgenutzt von Kollegen, von ihrem Chef, der sie nicht richtig wertschätzt, sondern sogar eigentlich zum Ausspionieren antreibt und ja, auch da blöde Aufgaben bekommt und ja, da einfach sehr viele Unsicherheiten hat. Eines Morgens stürzt sie in der U-Bahn-Station und ihr fallen allerlei Dinge aus der Tasche und eine Maus kommt zur Hilfe und nimmt sich eine Nascherei und spricht dann mit Shoko und erzählt ihr eben, ja, vielen Dank für die Speise und ich erfülle dir nun einen Wunsch. Und ja, dieser Wunsch von Shoko ist, ja, dass die Maus ihr so ein bisschen hilft in Bezug auf ihre soziale Angst. Und so gehen wir eben mit Shoko auch ein bisschen den Weg. Shoko passt schon. Jetzt habe ich gerade überlegt, hieß sie wirklich wie die Schokolade, aber anders geschrieben. Und so gehen wir mit Shoko eben so ein bisschen diesen Weg, was ist eben, ja, wie man so ein bisschen soziale Angst auch ja, im Grunde verarbeiten kann und hinter sich lassen kann. Ich fand das einen sehr süßen Manga mit einem sehr ernsten Thema, der tatsächlich auch sehr gute Tipps parat hat. Ich fand die Maus super süß und ich mochte auch, wie das Thema rübergebracht wurde. Ich mochte die Zeichnungen, ich fand den Stil richtig toll. Ich fand es schön, dass wir hier ernstere Themen haben, die so ein bisschen passend auch dargestellt waren. Ich mochte Shoko als Charakter gerne. Ich fand, dass die sehr gut gezeichnet war, auch ihre Ängste gut rübergebracht sind. Ich fand es sehr nachvollziehbar und auch spürbar, wie sie so mit den einzelnen Situationen auch umgegangen ist. Und man kennt das ja vielleicht auch irgendwie von sich selbst. Überraschend gut fand ich tatsächlich auch die Tipps, die so ein bisschen gegeben wurden, um irgendwie daran zu arbeiten. Das fand ich sehr hilfreich, auch wenn ich persönlich jetzt nicht so davon betroffen bin, kann ich mir vorstellen, dass dieses Buch vielleicht gerade auch ja, jungen Jugendlichen ja, dazu hilft, einfach mal so nicht über den Schatten zu springen, das ist das falsche Wort, sondern zu verstehen, dass wir eigentlich alle irgendwie Ängste in uns tragen und dem einen es einfach leichter fällt, über den Schatten zu springen als den anderen. Ich glaube tatsächlich für Jugendliche könnte das ein ganz, ganz tolles Buch sein. Was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat und aus dem Lesefluss gebracht hat, ist, dass wir hier irgendwie nicht den roten Faden einer Geschichte gefolgt sind, sondern so auch von Szene zu Szene gesprungen sind, dass manche Szenen viel zu schnell vorüber waren, wir gerade noch mit dem einen Bild zum Beispiel in der Arbeit waren und dann mit dem nächsten Bild auf der nächsten Seite schon woanders. Und es war für mich ein bisschen zu sprunghaft. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass mir dazwischen etwas fehlte. Es wirkte nicht so richtig rund und deswegen macht das Buch jetzt nicht zu so einem Highlight wie die anderen Geschichten. Dennoch habe ich mich gut unterhalten gefühlt und ich fand es wirklich sehr wertvoll, was eben das etwas ernstere Thema soziale Angst angeht. Nicht unbedingt vergleichbar mit einer Angststörung, soweit geht der Manga nicht, aber eben so diese Dinge, wie spreche ich jemanden an, über was rede ich mit jemandem, wie kann ich Stille irgendwie vermeiden, als Beispiel, das sind Themen, die zu Anfang der Geschichte auch ein bisschen angesprochen werden, das fand ich tatsächlich richtig gut. Wie gesagt, ich glaube für Jugendliche wirklich eine ganz tolle Geschichte, gerade wenn sie vielleicht selbst einfach so ein bisschen eine soziale Angst haben, nicht so aus sich herausgehen können, einfach so den Mut vielleicht bekommen, mit den Augen der Maus sozusagen einfach mal einen Schritt zu wagen, ohne dass es sie irgendwie überfordert. Also da auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Teil lesen werde. So gepackt hat mich die Geschichte dann doch nicht. Aber ist ja auch mal gut, dass mich nicht jede Reihe, die ich anfange im Manga-Bereich, total umhaut. Weil ja irgendwann steht da sonst in dem Regal 50 Mangas und irgendwie trotzdem kein Ende. Von daher hat es mich unterhalten, aber nicht unbedingt so begeistert, dass ich sage, ich würde weiterlesen. Dennoch würde ich hier, wie gesagt, eine Empfehlung für Jugendliche aussprechen, die eben ja so ein bisschen in diesem Thema auch drin sind, beziehungsweise da vielleicht auch von allein gar nicht rauskommen. Das waren sie nun, die ersten 8 Bücher, ganze 5 Highlights, finde ich richtig, richtig toll. Das Lesen hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass der November dann ähnlich schön und erfolgreich wird und Spaß macht und ich da auch ganz viel Lesezeit habe.
Die anderen 8 Bücher vom Rest des Monats, sozusagen Oktober, zeige ich euch dann in der nächsten Woche. Seid da auch super gerne mit dabei. Und ich bin jetzt natürlich gespannt, was euer Highlight des Monats war oder ob ihr auch einen Flop hattet. Also schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Da bin ich immer sehr gespannt. Lasst uns gerne in den Austausch gehen, auch über Bücher, die ihr vielleicht schon auch gelesen habt oder gehört habt. Da können wir natürlich gerne so ein bisschen quatschen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.